Macht jetzt noch einen Aufbau. Was haben wir hier Schönes? Also wir haben jetzt einmal ein Flammenwerfer. Den quetsche ich dann zum Notfall raus. Ja, Kanone ist immer gut. Hat zwar nur einen Schuss, aber damit ballern wir jetzt einfach dann am Anfang hier mal in jede Richtung. Um die Kollegen hier zu minimieren. Aber wie kann ich die Kanone drehen? Das ist jetzt die Frage. Ich möchte nämlich haben, dass die in meine Richtung schaut. Vielleicht. Ja, was Rotation. Click and track to. Geht nicht. Nein, es hat es falsch abgebaut. Oh, fu. Ich möchte das rotieren. Macht aber da gar nichts. Okay. Das ist jetzt. Damit kann ich das drehen. Das möchte ich. Ich möchte mein Bauteil drehen. Okay, dann halt nicht. Flaming Bowl. Ja, irgendwie macht mir dieselbe Angst. Na egal, ich probiere es mal mit den Kanonen in die Richtung. Einmal mal schauen, was passiert. So, das war jetzt C und Y. Gehen wir mal in Live-Modus. So, dann kommen wir C. Und jetzt Y. Jo. Also die Flammenwerfer haben es auf jeden Fall gerichtet. Auch wenn die mich jetzt selbst hinrichten. Aber das könnte auf 90% hinkommen. Oh, da hinten sind auch noch welche. Oh, ich habe es trotzdem geschafft. Wahrscheinlich haben die gar nicht mehr dazu gehört. Gut, meine Konstruktion ist zwar auch im Arsch. Aber macht nichts. Oh, gehen wir mal schön hier hoch. In die Luft. Ich habe alles vernichtet. Das war eine, also wenn die da hinten nicht mehr dazu gehören, das weiß ich jetzt nicht, war das 100%. Ah, hier läuft einer rum. Ah. Na gut, egal. Gemeistert. Stil. Okay, soll die. Was soll ich stehlen? Soll irgendwas abliefern? Achso, Stil. Das wieder Stahl. Also. Ich soll hier zwei. Die, wahrscheinlich diese. Keine Ahnung. Teile hier. Schnappen. Okay, da kann ich die Konstruktion mal gar nicht gebrauchen. Puh. Mal etwas weiter runter. Wie könnte ich denn. Gibt es so eine. Ja, ein Crab doch. Es gibt einen Crapper. Okay. Ich würde mal sagen, da brauchen wir auch etwas sehr Stabiles. Bauen wir als erstes einmal einen Rahmen. So, viele Räder. Okay, da muss ich jetzt in die Höhe damit. Sagen, hinten drei ist gut.
Warte mal, wenn ich vorne noch breiter gehe mit dem. Weil jetzt kommt ja die Lenkachse dazu. Komme ich da. Ja, doch, geht sich aus. So. Setze ich das mal wieder runter. Was für eine Höhe wird das? Der ist ziemlich am Boden. Pass auf, der ist auf dieser Seite. Ein Crapper. Brauche ich ein Pissen? Ja, doch. Ich glaube, einer genügt hier und da kommt der Crapper dran. Der Crapper dann mit V. V und H. So, der andere ist. Liegt auf derselben Seite? Nee, der ist weiter hinten. Gut, dann werde ich das um eins weiter vorne versetzen. Oder. Nee, machen wir es ganz vorne so. Die Höhe, ich würde sagen, die ist auch so okay. Ich muss die aber auch verstärken. So, nachdem der Weite in der Höhe ist, werde ich den jetzt hier etwas massiver befestigen. Ob das bringt, ich weiß es nicht. So, Piston und ein Crabber. Naja, schauen wir mal. Wow, 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 hier komme ich schon an meine Grenzen. Uff, die kann er nur bewegen. Ja, pass auf, ich drücke jetzt mal H. Bam. Aha. Nein, schön nicht zu haben. Ach, ah, wenn ich drauf. Ah, okay. Gut, mit dem anderen scheine ich zu hoch zu sein. Mir kommt das Gerät auch etwas zu breit vor. Ah, da ich will ja gar nicht, dass du das Teil jetzt schnappst. Hallo? Kannst du dich das lassen? Boah. Das Teil ist. Okay. Probieren wir nochmal von vorne. Probieren wir mal das rechts zuerst zu schnappen. So, H ist da. Nee. C. Nee, B. C. H. Ah, ich glaube, wir werden so nicht glücklich werden miteinander. Wir sind mal ein bisschen hier mit Gas. Gecrabbt. Und hier nochmal. H. A. Und gecrabbt. So, jetzt muss ich das scheiß Teil nur mal irgendwie da reinkriegen. So, du mal runter da. Oh, oh, oh. Den haben wir schon mal abgebrochen, den Arm. Aber ich bin noch im Rennen. Das könnte tatsächlich noch was werden. Okay, mein Optimismus verfliegt jetzt. Okay, pass auf. Ich werde hier noch einen Crapper dran bauen müssen. Also ein Piston. Jetzt kommt der Crapper. Ich glaube, dann sollte es hinhauen.
Haha. Und wie es hinhaut. So, das Problem, da ist. Ich glaube, der wird abbrechen. Okay, da rechts ist jetzt. Okay, ne. Da muss ich tatsächlich einen wegnehmen. Jetzt sollte es laufen. Zack. So, den habe ich jetzt. Und den habe ich auch. Und bitte, hier bin ich. Hallo? Wo ist denn das Problem? Ich habe da jetzt geliefert. Gut, dann nochmal. Hat ihm anscheinend nicht so gefallen. Ja, das mit dem Lenkeinschlag. Bam. Gut. So, jetzt vorsichtig. Dann schieren hier. Der linke macht mir Probleme. Die Idee wäre nicht schlecht. Aha. Was für eine war das jetzt? Ich glaube, der linke. Hilft nichts mehr. Die Steuerung ist kaputt. Bam, bam, bam. Okay. Mhm. Wie könnten wir das Problem lösen? Okay, ich probiere mal was. Vielleicht funktioniert das ja so. Na, ah, geben wir da lieber noch einen halben dazu. Ne, ich muss da noch höher. So, probieren wir das einfach mal. Oh, lalalala. Oh, ja, geil. Bam, bam, bam. Okay. Gut, habe ich schon mal angedockt. Das läuft schon mal. Komm, stich rein. Komm. Böse. Komm, und jetzt, bam. Ja, geht doch. Irgendwann hat er jetzt ja schon gerechnet. Nicht gut. Nee, gar nicht gut. Na komm. Okay. etwas verbesserungswürdig. Jetzt schauen wir mal, was diese Verstrebungen wirklich... ob die wirklich was können, ob die das wirklich stabiler machen. Aber hier vorne noch. So. Ja, tatsächlich. Wow, das ist jetzt wirklich um einige stabiler. Ich würde sagen, wir stapfen uns als erstes mit den hier. Aufspießen. Ja. So, dann nochmal H.